Es ist Sommer und ich habe euch natürlich jetzt in einem Zeitraum wieder ein paar Outfits aufgenommen. Hier geht es um Nachhaltigkeit, hier geht es speziell auch nicht ums Neukaufen und wie ich meinen Second-Hand-Kleiderschrank, meinen Lookbook sozusagen aufgebaut habe, das siehst du nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und schon zu Anfang, wie du dieses Video und diesen Kanal unterstützen kannst, vergiss den Kommentar nicht. Und das Träumchen wäre wirklich ein Träumchen. Und ich würde dieses Mal gerne mit einer Videofrage anfangen. Kaufst du schon Secondhand? Oder auch, wo kaufst du übermäßig viel Kleidungsstücke? Und hast du dich schon mal über deinen Konsum Gedanken gemacht? Sprich, wenn du neu kaufst, was da dahinter steckt? Oder kaufst du überhaupt schon neu? Das würde mich interessieren. Denn ja, es ist wirklich so, wir haben unwahrscheinlich viel Kleidungsstücke im Umlauf und es ist nicht notwendig, neu zu kaufen. Und man hilft der Umwelt, indem man Secondhand kauft. Und das ist wirklich so. Und wir müssen alle unseren Konsum überdenken. Ich habe jetzt 5,5 Monate wirklich nichts an Kleidungsstücke gekauft. Und habe jetzt natürlich schon so einen Wunschzettel, wo ich mir ein paar neue Dinge wünsche. Aber das braucht noch 2 Wochen. Und dann werde ich zuschlagen. Dann wird es hier auf dem Kanal, denke ich, auch einen kleinen Haul dazu geben. Wir legen aber los jetzt mit meinen Outfits. Und ich habe hier wieder mein schlaues Buch. Und das Ganze geht Mitte Juli los. Und im Outfit Nummer 1 trage ich mein Puma-Shirt. Das mag ich inzwischen echt gerne, aber ich merke schon, das habe ich jetzt übermäßig viel getragen. Und kennt ihr das, wenn ihr Klamotten regelmäßig immer wieder anzieht? Dann ist es zwar eine Lieblingsklamotte, aber man sieht sich irgendwann auch satt an den Sachen. Ich habe mir mal bei Amazon eine Kunststoffhose gekauft. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist pure Kunststoff von oben bis unten. Ich wollte unbedingt so eine Anzughose, die hält halt immer noch. Mich wundert, dass die noch nicht kaputt gegangen ist. Und die habe ich da dazu getragen, weil das ganz gut passt. Und da dazu trage ich die Vegetarian Shoes, die sich einfach herauskristallisiert haben, dass die einfach eine unwahrscheinlich gute Investition gewesen sind, weil die haben ein bisschen mehr gekostet. Aber ich würde es wieder machen, muss ich ehrlich sein. Machen wir weiter mit dem Outfit Nummer 2 und ich weiß, bei diesem Brandy Melville T-Shirt, das sitzt nicht ideal, das ist einfach zu groß. Es gibt bei Brandy Melville gibt es nicht Größen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber viele Kleidungsstücke haben eine Standardgröße, sind also in übergroß gemacht. So ist es auch so ein bisschen mit dem T-Shirt und das sitzt nicht hundertprozentig bei mir, das weiß ich, aber ich mag das T-Shirt trotzdem ganz gerne. Dazu trage ich meine Punktehose von H&M. Die habe ich jetzt gerade auch wieder an. Die ist auch schon super alt. Die habe ich noch herkömmlich gekauft. Die hat auch schon ein Loch. Sobald die dann mal wirklich kaputt gehen sollte, dann wird sie weggeschmissen. Da bin ich knallhart. Aber die habe ich jetzt auch schon wirklich lange. Also locker 10 Jahre, wenn nicht noch mehr. Und dazu trage ich natürlich wieder die Vegetarian Shoes, weil bei der Hitze... Ich trage ja Kompressionsstrümpfe, da ist es einfach am allerbesten auszuhalten, muss ich wirklich sagen. Ein zu hoher Schuh geht einfach überhaupt nicht. Outfit Nummer 3 ist ein What About Tea T-Shirt. Das ist das, was ich hier jetzt auch anhabe. Von denen habe ich 2. Und da kann ich euch wirklich die Empfehlung raushauen, so Standard T-Shirts, so Basic T-Shirts, kriegt ihr von nachhaltigen Marken günstig. Das hat... Also die 2 im Doppelpack haben um die 30 Euro gekostet und das ist wirklich kein Geld. Und die haben eine wirklich bessere Qualität. Du ziehst die T-Shirts länger an, sie riechen nicht, also sie stinken nicht so schnell nach Schweiß. Und wenn die bei dir ankommen, kannst du sie sofort anziehen. Also da hast du keine Chemie oder so drin. Und What About Tea hat sich als wirklich gut herausgestellt. Dazu habe ich so eine blaue Jogginghose an. Ich nenne sie immer Jogginghose. Die hat so einen goldenen Strich an den Seiten. Die habe ich auch mal bei Momox Fashion gekauft. Und ich mag die echt gerne. Ich
trage die auch im Sommer echt gerne, weil die kannst du halt auch wirklich bis zu den Knien hochkrempeln. Ist bei einem Kompressionsschrumpfträger ist es wirklich wichtig, dass du halt auch wirklich mal das Bein frei legst sozusagen. Und mir ist das egal, wenn man den Strumpf sieht. Das juckt mich nicht. Deswegen ist die Hose so Gold wert, weil die ist bequem und man kann sie halt eben auch hochkrempeln. Und auch hier trage ich wieder meine, ja, Vegetarian Shoes. Nächstes Outfit, und da trage ich auch wieder so ein Plastikblüschen. Das habe ich auch mal vom Flohmarkt. Übrigens, das meiste von den Kleidungsstücken, die ich euch hier zeige, das ist Secondhand, ne? Also ein kleiner Teil nachhaltig, ein ganz kleiner Teil ist noch herkömmlich gekauft, der geht halt einfach nicht kaputt. Aber ein Großteil ist halt wirklich Secondhand. Ich habe das meiste von Momox Fashion gekauft, viel vom Flohmarkt. Und die braune Tunika habe ich vom Flohmarkt. Ist eigentlich in meiner Größe. Passt auch inzwischen besser, wo ich jetzt abgenommen habe und so. Aber es ist halt trotzdem ein Material, das bevorzuge ich halt einfach nicht. Ich finde es unangenehm, sogar im Sommer, wenn du darunter schwitzt. Sowas ist halt wirklich nur eine Klamotte, die kannst du maximal 2 Tage tragen. Sie ist wenigstens noch so geschnitten, dass du sie 2 Tage tragen kannst, weil wenn du sowas eng anliegendes an den Armen hast und so eine Plastikklamotte anhast, wenn du da schwitzt, das einen Tag später kannst du vergessen. Solche Sachen musst du halt regelmäßig waschen. Geht nicht anders. Und waschen ist meistens der Killer für so Klamotten. Da gehen sie halt schneller kaputt. Dazu trage ich meine Tok-Tok-Leggings. Ich schwöre auf die Leggings. Ich habe einen Doppelpack gekauft. Das war nicht so gut von der Qualität, muss ich sagen. Da habe ich mit dem Finger ein Loch reinbohren können. Habe sogar, glaube ich, schon 2 Löcher drin. Aber die erste war echt gut von der Qualität. Ich würde mir jetzt nicht nochmal eine kaufen, bin ich ehrlich, weil da würde ich eine andere Marke ausprobieren. Armed Angels haben auch Leggings, und ich glaube, die Melly hat in ihrem Sortiment auch eine Leggings. Also ich würde da was anderes ausprobieren. Ja, und es lohnt sich auf jeden Fall immer bei Leggings, also da wirklich auf Qualität zu achten. Und auch hier, ich bin langweilig, trage ich meine Vegetarian Shoes. Die werden echt viel getragen. Eine Klamotte, die ich auch wirklich so in der Art, also ein Outfit, nicht eine Klamotte, was ich jetzt im Sommer gerne getragen habe, weil es gut passt, ist von Kopf bis Fuß Tok Tok, also T-Shirt. Das Blaue ist eins meiner ersten Tok Tok Sachen. Und man sieht immer noch, klar, es ist jetzt viel getragen worden, und wie alt ist das? 3 Jahre oder ich glaube um die 3 Jahre. Das kann ich jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen. Aber die Farbe von dem T-Shirt ist halt immer noch mega gut, kann man schon so sagen. Und auch die Tok Tok T-Shirts, die kosten nicht so viel. Die Hose war ein bisschen teurer, muss man an der Stelle sagen. Aber die trage ich echt unwahrscheinlich viel. Das ist diese braune Stoffhose. Und die ist vorne rum, mag ich nicht hundertprozentig, wie die da fällt. Die hat da so Falten. Aber das ist 100% Baumwolle. Das heißt, du musst die richtig aufhängen. Wenn du die nicht richtig aufhängst, dann knittert die, dann musst du die bügeln. Und ich hasse bügeln, gebe ich offen und ehrlich zu. Und Standardschuhe auch zu diesem Outfit sind die Vegetarian Shoes, weil das sind halt einfach die allerbesten Schuhe bei der Hitze. Kann ich nicht anders sagen. Im Outfit Nummer 6 trage ich ein T-Shirt, das habe ich vom Flohmarkt. Das ist aber ein H&M-T-Shirt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie so diese Linie im Laden gehangen ist. Ich glaube, so dieses Tigerprint gibt es immer wieder mal. Aber ich habe es, wie gesagt, für einen ganz kleinen Preis auf dem Flohmarkt gekauft. Keine Ahnung mehr, was das gekostet hat. Und das habe ich echt auch schon super lange. Und leider hat das inzwischen auch schon das ein oder andere Loch. Aber solche T-Shirts trage ich echt gerne, weil sie halt echt gut sitzen. Und gerade im Sommer so ein längeres T-Shirt. Leggings, wieder von Tok Tok die Leggings. Und auch dieses Mal trage ich. Ich bin wirklich super langweilig. Ich habe die ganze Zeit nur einen Schuh getragen. Die Vegetarian Shoes. Die Sandalette, die bringt es halt einfach. Also, ich habe für die Sandalen über 70 € bezahlt. Und das hat sich echt gelohnt, muss ich wirklich sagen. Im Outfit Nummer 7 trage ich meine grüne Stoffhose. Und die hat einen
einfach eine ganz komische Haptik. Ich habe die natürlich auch gebraucht gekauft und habe im Internet geguckt, was die Marke kostet, weil ich ein bisschen mehr für die Hose bezahlt habe. Weil ich unbedingt die haben wollte, weil sie mir so anzugmäßig echt gut gefallen hat. Ich mag so Hosen, die so ein bisschen im Anzugstyle geschnitten sind. Und dieser Stoff ist total komisch. Na, und so eine Hose kostet tatsächlich neu über 100 Euro. Also habe ich da wirklich ein Schnäppchen gemacht. Allerdings ist sie mir schon ein paar Mal im Schritt aufgegangen. Ich muss sie mal mit der Nähmaschine richtig nähen. Ich mache es meistens immer mit der Hand, weil der Stoff auch so extrem rutschig ist. Das ist so ein ganz komischer Stoff. Das muss man mal angefasst haben. Ich habe das noch nie erlebt. Der hat so eine ganz komische Struktur und natürlich ist da auch wieder Kunstfaser mit drin. Graues T-Shirt von H&M, das habe ich aber über Momox Fashion gekauft. Ich mag so T-Shirts, die über die Schulter fallen und deswegen habe ich das damals auch genommen, da habe ich nicht lange überlegen müssen. Und auch hier, ich bin super langweilig, trage ich wieder die Vegetarian Shoes. Mein letztes Outfit mit tatsächlich anderen Schuhen. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe 7 Mal wirklich durchgehend die Vegetarian Shoes als Outfit aufgenommen. Das ist echt mega witzig. Aber es war halt auch die ganze Zeit super warm und das sind halt die einzigsten Schuhe, die wirklich gegangen sind. Also, David Bowie T-Shirt, das ist ein bisschen eng. Jetzt fällt mir gerade die Marke nicht ein. Da hat die früher schon Shirts, die printen ihr Logo verkehrt herum aufs T-Shirt, also sprich die Naht ist außen, das sind immer viele Leute durcheinander. Von der Sorte hatte ich schon ein Blondie T-Shirt, ein David Bowie T-Shirt und habe die mir für den vollen Preis damals gekauft. War dann ganz froh, dass ich das gefunden habe, aber die fallen halt wirklich klein aus. Also ich muss da noch ein bisschen abnehmen, muss ich an der Stelle schon sagen, weil es fällt da echt eng aus. Und ich trage es aber trotzdem mit Stolz, muss ich an der Stelle sagen. Es ist nicht mein favorisiertes Logo auf dem T-Shirt. Ich hatte vorher ein David Bowie T-Shirt, wo er diesen blauen Blitz im Gesicht hat. Also ist ein ganz berühmtes Motiv. Dazu trage ich meine braun-rote Stoffhose wieder, also die Tok-Tok-Hose, die einfach im Sommer ideal ist. Die ist einfach super bequem. Das ist wie so eine bequeme Pyjama-Hose. Ich liebe die deswegen wirklich, weil die merkst du fast nicht an den Beinen. Und durch das, dass es halt Naturmaterialien sind, dass es Baumwolle ist, fällt es halt super leicht. Da hast du überhaupt keine Probleme. Ich liebe die Hose wirklich. Obwohl ich wirklich meine Schwierigkeiten mit dem Schnitt an sich habe. Und dazu, ich habe es ja schon gesagt, trage ich tatsächlich meine Sir Oliver Ballerinas. An dem Tag war es tatsächlich zum ersten Mal ein bisschen kühler. Und da waren mir die Sandaletten für die Füße ein bisschen zu kühl. Also Wahnsinn, dass ich das durchgezogen habe. Ich glaube, ich habe im Sommer hauptsächlich tatsächlich die Sandaletten getragen. Also nochmal zur Erinnerung, wie und wo kaufst du deine Kleidungsstücke ein und auf was achtest du da, woher deine Klamotten kommen. Weil es ist wirklich wichtig, denn wir können einiges erreichen, wenn wir unseren Konsum, gerade was Kleidungsstücke betrifft, runterschrauben. Denn es wird viel zu viel produziert, es wird viel zu viel weggeschmissen und es sind viel zu viele Kleidungsstücke im Umlauf. Und ständig meinen wir, wir müssten was Neues wieder kaufen, was eben noch nicht mal nachhaltig produziert ist. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Und ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie so wenig Kleidungsstücke gekauft wie im letzten halben Jahr. Das ist einfach mega krass. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich an der Stelle sagen. Wie sieht es bei dir aus? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.